Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Schlacht der fünf Hillen steht an. Ich habe zuerst gedacht, Schlacht der fünf Heere. Das wäre aber copyright-technisch ein bisschen schwierig gewesen. So, genug geredet, wollen wir beginnen? Und da sind wir ja in Tesla-Stadt, beziehungsweise das sind die bösen Zuboff-Truppen. Die können wir gerade gar nicht gebrauchen. Ui, sind wir wenige. Schlecht. Hier ist das Tor zu Teslas Fabrik. Zuboff hat zur Verteidigung hier eine Basis errichtet. Die ist unser Hauptziel. Verstehe. Was ist das? Zwei kleinere Basen. Wir müssen ständig ihre Angriffe abwehren. Wie lange ist Zuboff schon in der Fabrik? Zu lang. Anna Koss, eine unserer Agentinnen, hat versucht, ihn zu töten, als wir nicht reinkamen. Leider wurde sie gefasst. Wir denken, sie wird hier festgehalten. Gut, wir richten uns hier ein und werden Sie so bald wie möglich entlasten. Sie müssen nicht länger allein kämpfen. Schnell, wir wissen nicht, was die vorhaben. Baut eine Basis auf, errichtet eine Verteidigung und findet so viele Ressourcen wie möglich. Das kriege ich hin, Boss. Neues Primärziel erhalten. Boss-Chef hier. Verteidigung, Schrapnellbunker. Niemand baut massiver als wir. Ah, das ist wieder mistig platziert. Ja, lass das mal. Pioniere bereit für die Arbeit. Vergiss immer, wie man die baut. So, das sieht doch wunderbar aus. Hauptquartier ist da gut. Wir brauchen hier aber auch noch eine Schrapnellbasis. Schrapnellunterschlupf. Da ist eine Eisenmine. Holt euch die Eisenmine. Und verbessert die gleich. Irgendwo ist hier Öl. Ölpumpe. Her damit. Das schaffst du mit verbundenen Augen, das ist schön. Die Eisenmine nehme ich. Gut. Die hätten wir ein bisschen nach vorne tun müssen, ist egal. Einmal verbessern und da hätte ich gern noch mehr Zeug. Könnt ihr noch was bauen? Kaserne kann nicht schaden. So. Schön platzieren irgendwie. Etliche Feinde ist nicht gut. So mittelmäßige Feinde fände ich besser. So, erstmal hier zurück zum Bunker. Ah, da sind die Feinde. Ja, die kommen hier oben nicht rein, das ist wunderbar. Da gibt es nur diesen einen Eingang. Sollte man vielleicht auch bewachen. So. Wir ziehen uns zurück. Kaserne wird zusammengeklöppelt. Noch ein paar Pioniere schaden nicht. Und wir brauchen wahrscheinlich hier unbedingt noch irgendwelche Truppen, beziehungsweise hier. Pioniere. Ja, dient schneller. Komm schon. Bau abgeschlossen ist schön. Das höre ich gern. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Ölpumpe, ach, können wir nicht verbessern. Da ist mein ganzes Eisen draufgegangen. Beim Verbessern. Wo kommen die denn her? Ich schätze schon. Oh, da kommen sie. Da kommen sie schon. Das ist gut. Das ist produktiv. So, der kommt hier hin. Ich glaube, das schaffen die, aber ich schicke trotzdem mal. Ja, zur Unterstützung meiner Pioniere meinen kleinen Mich vor. Und den hier. Komm, können Feinde hier von rechts kommen? Ich schätze mal. Das ist ja direkt angrenzend. Oh, dann braucht man eine Verteidigungsstellung hier. Ah, da kommen sie schon. Mist. Das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Ja, das wundert mich nicht. Flammenwerfertrupp. So, ihr kommt temporär da rein. Ich habe leider nichts Besseres. Uiuiuiui. Rauch! Lass die Pioniere arbeiten. Komm schon. So Mitte. Wir arbeiten dran. Halten Sie durch. Der Feind greift eines unserer Gebäude an. Ja, ist mir negativ aufgefallen. Flammenwerfer, kommt. Ich brauche euch.
Oh, da vorne sind noch welche. Schnell, ihr Pioniere, schaltet sie aus. Sehr gut. Das sagt er irgendwie gern, dass Flucht keine Option ist. Sehr gut habt ihr das gemacht. Sehr schön, dann baut aber auch. Du kommst jetzt erstmal hierher und heilst dich wieder. Und Pioniere. Okay, das parke ich. Nee, nur Brunhilde soll dahin. Ihr brennt auf den Kampf, ich nicht. So, ihr wechselt die Position, das ist gut. Wir brauchen definitiv noch einen Bunker hier. Du kommst dahin. Deine Insassen nehme ich kurz. Flammenwerfertrupps, ihr kommt da rein. So, so langsam läuft es. Du heilst dich natürlich. Ah, ich will nicht nochmal Pioniere ausbauen. Mist, das braucht 180 Öl noch. Ölpumpe muss verbessert werden. Sonst läuft das hier alles nicht. So, da kommen Feinde. Verteidigung wird verstärkt, das passt. Und der wird gebaut. Da kommen, glaub ich, keine Mechs durch. Da kommen definitiv auch Flammenwerfer hin. Mist, da sollten andere hin. Da kommen wahrscheinlich Mechs. Ja, ihr kommt hier rein. Schön Flammenwerfer rein, Kaserne. Ich brauche euch. Genau euch. So, und was brauche ich für meine Werkstatt? Zu viel. Und was ist das eigentlich? HE-Kanonenunterstand. Das wäre natürlich besser als alles, was ich an Bunkern bis jetzt gebaut hätte. Egal. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Imperiale Kanoniere dienstbereit. Gut, ihr Kanoniere rein in den Kanonenunterstand. Achso, das ist auch ein Kanonenunterstand. Wahrscheinlich, weil ich ihn abgegradet habe. Das passt. Jetzt kann es nur passieren. Nee, das ist gesichert. Das ist schön. Da ist das nächste Öl, wo wir uns vorkämpfen müssen. Hui. Erstmal hier ein bisschen sortieren. Was braucht... Nein, ihr sollt nichts reparieren. Was brauche ich denn? 180 Öl. Da kann ich lange warten. So. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch hier durchkomme. Das sieht aus wie die kleine Festung da. Da brauche ich aber Mechs, also. Ansonsten sieht es schwierig aus. Hier gibt es natürlich Öl irgendwo. Ich schicke mal einfach die Pioniere auf gut Glück dahin. Ich denke aber, die werden eher scheitern. Müssen wir ein bisschen warten. Was haben wir denn noch? Oh, wir könnten natürlich das irgendwann upgraden. Lass mal das erstmal. Pioniere bereit für die Arbeit. So, jetzt kann ich doch eine bauen. Schön hierhin. Ja. Mit saxonischer Präzision. Na, hoffentlich. Die Ölpumpe nehme ich mir jetzt aber hoffentlich als nächstes. Ja, den sehe ich auch. So, ihr helft mal hier dem armen Verbündeten mich. Hilft doch nichts, wenn ihr da rumsteht. Komm schon. Oh je. Ja, da waren wohl ein bisschen viele um die Ölpumpe rum. Ja, ja. Die Pioniere mache ich auch neu. So, die nehmen wir ein. Jetzt könnten wir uns theoretisch hier auch wieder vorverlagern. Wäre die Frage, können die das einfach verlassen? Und wenn ich das jetzt kill, kriege ich die Ressourcen. Nee, aber ein paar Ressourcen kriege ich. Oh, ihr baut noch. Dann brauche ich noch mal neue Pioniere. Komm schon, baut schneller. Baut doch schneller. Ja, ich weiß, deswegen brauche ich ja die Pioniere. Komm schon.
Oh, gerade als ich es weggebaut habe. Gerade als ich es weggebaut habe. So, da hätte ich es gern. Komm schon. Au, 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 au. Komm schon, du platzierst eine Bombe. Am besten hier. Bombe platzieren. Nein. Von Duisburg. Wir brauchen Hilfe. Wir können sie nicht länger aufhalten. Ich weiß, ich weiß. Anna, wo bist du? Zünden. Sehr schön. Oh, von Duisburg ist down. Ihr haltet euch zurück, das bringt gerade nichts. Das bringt gerade nichts. Los geht's, Changa. Komm schon, oh, zwei Helden down. Ja, das war ein bisschen vertimed. Ich hätte die Stellung nicht kaputt machen sollen, bevor ich die neue baue. So. Ja, ja, ich habe ja hier noch meine Einheit. Die wird schon richten. Ihr geht mal hier rein, bevor euch was passiert. Das war natürlich nicht praktisch, aber... Pioniere habe ich da noch mal. Helden müsste ich natürlich zurückholen. Kann ich nur im Hauptquartier. Brunhilde lebt ja noch. Dieser neue Klingendraht ist überaus beeindruckend. So. Und wo braucht ihr Hilfe? Okay, wir müssen. Oh, da kommen sie. Sehr schön. Nicht sehr schön. Die sind im Radius. Dagegen kann ich ja nichts machen. Komm schon. Das hat was gebracht. Greift an! Greift an, Jungs! Ich muss unbedingt da nachbauen. Ihr seid bereit, ich bin aber nicht bereit. Ich weiß gar nicht, wen ich zurückholen soll im Moment. Ich muss die erstmal hier ausschalten. Komm schon! Oh nee! Das ist mein guter Held! Okay, wir müssen definitiv mal ein Mech nachmachen. Stiefmutter! Her mit der Stiefmutter! So, Pioniere kommen hier hin. Und dann müssen wir einfach kurz abwarten und Tee trinken. Weil die massakrieren mich hier schon ordentlich. Oh nee, so ein Raketensystem. Ist das ätzend. Ja, und was kannst du? Ich habe keine Ahnung, was der macht. Der läuft aber komisch. Komm schon, Attacke! Keine Ahnung, was der macht. Sieht aber lustig aus. Komm schon. Was nehmen wir denn? Feldkanone? Ja, zum Vorrücken vielleicht. Ah, Sturmtruppen brauchen wir auch. Bisschen Kanonenfutter kann nicht schaden. Komm. Na, das hoffe ich doch. Oh, der lebt ja noch. Wunderbar. Zieh dich zurück. Macht Schaden. Macht doch Schaden. Mehr Feuerkraft. Kaiser will mehr Feuerkraft. Und mehr Pioniere. Ach, da hat er noch welche. Repariert! Sehr gut habt ihr das gemacht. Oh, die explodiert. Einsammeln! Was ist Rückzug? Nee, ich will damit nicht zurückziehen. Komm schon! Ich muss verrückt sein. Ich brauche nochmal Pioniere. Stiefmutter? Können wir mal lesen. Eine fortschrittliche saxonische Erfindung, die aus der Entfernung eigenständig Sprengsätze auf ihre Ziele schießen kann. Das klingt doch gut. Und ein Kaiser, da brauche ich nur 210 für. Können wir gleich machen. Den Kaiser haben wir ja ermordet. In Anführungszeichen. So, wir brauchen jetzt eine Basis. Können wir noch nicht bauen. Wir versuchen es trotzdem. Repariert. Das ist schön. Da kann ich mich auf euch verlassen. Begebe mich zum festgelegten
unsere Pflicht zu tun. So, ihr kommt mal mit. Wir rücken aus. Da sind noch zwei Helden, kann man sicher wiederbeleben. Pioniere bereit für die Arbeit. Irgendwas hier noch zum Einsammeln? Sieht nicht so aus. Ich dachte, da wären so viele Mechs draufgegangen. Erfordert etwas meine Aufmerksamkeit? Belebt ihn mal wieder. Bereit für alles wieder in Ordnung. Wir geben uns zu den neuen Koordinaten. Ja, Kanonenunterstand. Genau hier soll er hin. Wechseln die Position. Komm schon. Wiederbelebung. Also der Kaiser nicht. Baut. Niemand baut Befestigungen wie wir. Erwarte Befehle. Ist untätig hier rum. Was hat oberste Priorität? Die Ölpumpe wahrscheinlich. Komm schon. Das ist ein perfekter Platz. Ich muss die Einheit dann auch reinkriegen. Na, ich denke mal. Komm schon. Also das ist eine spaßige Mission wieder. Das ist schön. Er kommt nämlich gleich in den Unterstand hier. Befestigung bereit. Na los, Zeit für eine neue Waffe auf uns zählen. So, am besten noch einer dahin. Verteidigungsanlagen, die Saxonis würdig sind. Das sieht gut aus. Ihr kommt zurück in die Basis und heilt euch. Ich halte die Augen nach. Hauptquartier benötigt nochmal, keine Ahnung, Flammenwerfer in dem Fall. Nein, welche Befestigung? Flammenwerfer. Erledigt sie! Je mehr Luft wir der Kavallerie verschaffen, desto besser! Ui. Nein, das wäre doch fast gebaut gewesen. Ja! Das sind die Teile, coole Waffen. Das ist praktisch. Guckt mal, wie cool das ist. Ich brauche mehr von diesen Teilen. Ja! Rein in den Unterschlupf mit euch, dann überlebt ihr. Wunderschön. Wunderschön macht es der. Und der Kaiser kommt ja auch gleich. Der ist inzwischen repariert. Super. Achso, ihr repariert mal den Iselgrim. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Ja, das kann er ja. Wird ihm nichts bringen. Ja, mehr von diesen Rädern. Sind das coole Waffen. Komm, noch zwei Räder und dann Hammers. Geschütze schon mal down. Wunderschön. Oh, da sind keine drin. Komm, in den Bunker muss irgendwas Feuerkräftiges noch rein. Braucht jemand Feuer? Versuchen Sie es nicht. Ja, der Bunker braucht Feuer. Ganz recht. Gunther von Duisburg hat euch mal wieder den Arsch versohlt. So sollte ein saxonischer Soldat sich trotzdem nicht freuen, Gefreiter. Ich spreche nur aus, was alle denken. So, was braucht man denn? Sturmtruppen. Ihr werdet gebraucht. Einmal übernehmt ihr die Eisenmine. So gut wie erledigt, das hört sich doch wunderschön an. Und ihr heilt. Einsatzbereit. Ich komme wieder. Ah, nicht rückziehen. Heilen. So, was braucht man dann noch? Oh, ich hätte gern noch einen Kaiser, aber dafür brauche ich 8 Truppstärke. Stiefmutter hätte ich aber nochmal. Ich werde das hier zu Ende bringen. So. Was benötigt das Imperium? Die Eisenmine benötigt das Imperium. Ach, und Pioniere, um das zu reparieren, wären auch nicht so schlecht. Da gibt es noch eine große Eisenmine. Wir müssen aber hier nach rechts um. Oh, da sind ja die Feinde. Attacke! Attacke! Setz deine coolen Räder ein! Ja! Warum nicht gleich so? So stelle ich mir das vor. So, die Eisenmine holen wir auch. Glaub hier, die haben es repariert.
Sehr gut. Und das kann auch in alle Richtungen jetzt feuern. Oh, der Kaiser ist aber richtig beefig. Ja, die Stiefmutter kann auch einiges. Hier nach rechts haben wir noch eine Ölpumpe. Die brauchen wir auf jeden Fall. Oh, da kommt irgendwas, glaube ich. Nein, Feindbeschuss. Was ist denn das? Verschanzen. Kann Raketenwerfer bereit machen. Nein, die Stiefmutter wird abgemurkst. Ja, die ist wahrscheinlich schwach dafür, dass sie so angriffsstark ist. Ihr repariert das, das ist wunderbar. Ja, der Kaiser steht unter Beschuss. Komm schon. Greift an. Ja, das wollen wir doch hoffen. Aber so zwei Kaiser wären natürlich auch praktisch. So, der verschanzt sich. Komm schon. Attacke. Da kommen ganz viele. Komm schon, ich hätte gern noch einen Kaiser. Ich bin bereit. Egal, die verschiebe ich mal nach vorne. Ja, der Kaiser, den kann ich ja leicht reparieren. Ja! So soll das. Ein geiles Teil. Wieso habe ich nicht immer den Kaiser gehabt? Das hätte viel mehr Spaß gemacht. Komm, ihr geht dahin. Greift sie von hinten an. Nicht kriechen. Hört auf zu kriechen. Angriffsbewegung. Sehr gut. Ihr nicht rein, ihr bleibt da. So, ihr repariert den Kaiser. Und dann sammelt ihr mal das ein, was von der Stiefmutter übrig ist. Ist doch ein guter Plan. Ach, die steht noch hier. Achso, ich brauche noch zwei Truppen, dann könnte ich die ja noch einen Kaiser machen. Auf der Stelle. So. Brunhilde kommt auf jeden Fall auch nach vorne. So, ich dachte, ich hätte noch Truppen. Ist egal, du nimmst die Ölpumpe. Und ihr sammelt ein. Hier halten Sie Yanneks Schwester fest? Ja, Anna. Je früher wir sie befreien, desto besser. Mich müssen Sie nicht überzeugen. Yannick würde den Verstand verlieren, wenn seine Schwester stirbt. Ja. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ja, das will ich hoffen. So, die Eisenmine müssen wir auch upgraden. Mensch, können wir uns viel leisten im Moment. Sanitätsstation, zerbombt sie. Oh, macht es Schaden. Macht es Schaden. Komm schon. Und die Kaserne ist als nächstes dran. Wir sind hier, um zu dienen. Was benötigt das Imperium? Dann mal los. Wir schauen mal, ob wir hier wen befreien können. Auf dem Weg. Komm schon, da sind Feinde. In Deckung, Jungs. Wie geht's weiter? Ihr geht in Deckung. Wie denn auch sonst? Da kommt die Stiefmutter. Ich hätte gern noch einen Kaiser, deswegen warte ich noch ein bisschen. So, hier die gebe ich auf jeden Fall nicht auf die schöne Stellung da. Komm, die Kaserne wird gleich platt gemacht. Oh, ich glaube, wir haben Anna befreit. Anna. Sehr schön. Ja, dank Ihnen. Darf ich vorstellen? Gunther von Duisburg und, Olga Morozova, eine Freundin ihres Bruders. Warum kämpfen Sie auf unserer Seite? Die bessere Frage wäre, warum erst jetzt? Wir haben einen gemeinsamen Feind, Zubov. Und was immer er da drin treibt, wir müssen ihn stoppen. Das sehe ich auch so. Worauf warten wir? Schieß doch mal zurück auf die Feinde. Warte doch hier auf die Jungs. Warte doch hier auf die mechanischen Jungs. Oh, ihr braucht nicht vorgehen. Ihr seid schwach.
Oh, ich würde sagen, das erfordert deine Aufmerksamkeit. Komm schon, schalte alle aus. Yeah. Komm schon. Sehr gut, du Stiefmutter. Mach ihn platt. Oh, das macht schönen Schaden. Los jetzt. Das sieht gut aus, was wir hier machen. Das sieht ziemlich gut aus, was wir hier machen. Da kommen zwar einige Mechs, aber... Komm schon. Sobald ihr ausgeschaltet seid, krieg ich einen neuen Kaiser. So, Stiefmutter, komm nach vorne. Ja, Trupp ist gefallen. Trupp ist gefallen. Jetzt kann ich ja noch einen Kaiser machen. Komm schon. Raketen. Bringt das überhaupt was? Also. Mist. Nein. Brunhilde. Ja, die Anti-Mech-Kanonen da vorne. Alles down? Gut. Ja, apropos, ach, da sind sie. Höhen einsammeln, das Zeug. Los! Los! Schön das Haus angreifen. Gut. Ihr habt's repariert? Der Kaiser geht nach vorne. Und ihr geht nicht rein, sondern ihr repariert hier schön. Angriff! Los mit euren Rädchen! Ja! Bestes Waffensystem nach dem Kaiser. Ist er wieder außer Gefecht? Ihr solltet ihn reparieren, Jungs. Ah, macht ihr schon. Komm, reparieren. Schnell. Schnell reparieren. Mehr Feuerkraft. Reparieren. So, Kaiser ist doch schon links hier fertig. Ja, dann auf ins Getümmel. Ja, repariert. Na also. Sehr gut. Auf den schweren Kanonenturm. Ja. Ach, ist das nicht schön. So, du übernimmst die Eisenmine. Braucht man zwar gerade nicht, aber lieber haben als nicht haben. So, wir warten definitiv noch auf den zweiten Kaiser und bis das hier repariert ist. Komm schon. Sehr gut. Ist down. Wer ist unter Feindbeschuss? Wie macht ihr das denn? Nein! Ihr müsst überleben! Oh, die Stiefmutter wird gegrillt. Nein, Stiefmutter, bleib am Leben! Ah, Mist! Ich wollte die doch noch reparieren. Schön einsammeln. Schön einsammeln. Oh, unseren Verbündeten geht's nicht so gut. Gut, auf geht's. Der Feind greift eines unserer Gebäude an.
Ja, ich weiß. Position bestätigt. Zu sehen. Das heißt aber, wir brauchen hier höchstens nochmal... Ja, eine Stiefmutter ist zwar nicht so ideal, aber was soll's. Nein, 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 keine Mörser. Wir gehen jetzt alle gemeinsam nach vorne. So schnell mich meine Beine tragen. Eben das. Ich höre. Ein Gegner in Sicht. Ich sehe das Ziel. Ich sehe hier Edgar. Ja. Ich bin bereit. Wir sehen einen Luftverkehr. Rein hier. Ist hier schon die Basis? Ich glaube schon. Da drüben. Komm schon, Kaiser. Eieiei. Hätte ich warten müssen. Hui. Ich wünschte, ich hätte hier... Jetzt habe ich es ja. Komm schon. Volle Power. Ja. Ohohoho. Das Spiel leckt dann ein bisschen. Wo ist denn mein zweiter? Da kommt er. Nein, Held außer Gefecht. Ah, die Kaiser werden es richten. Komm schon. Raketen. Ja. Komm schon. Das ist richtig gut, was ihr hier macht. Zwei Kaiser reichen, um alle auszuschalten. Ist das nicht schön? Mist. Aber ein Held überlebt hier nicht wirklich. Mist, ich werde hier auch angegriffen. Attacke! Räder deployen, mach's doch automatisch. Mist. Komm schon. Wie sieht's hier aus? Den Kaisern geht's noch gut. Ja, das ist in Ordnung. Bis die da fertig sind, sind wir hier auch fertig. Komm schon, gleich ist er down. Komm schon. Ja. Alle down. Alle Mechs sind down. Panzereinheiten. Schaltet sie aus. Ja, die hält aber aus. Oh, die Stiefmutter hat überlebt. Greif doch an! Wieso muss ich dir sagen, dass du deine Rädchen einsetzen musst? Komm schon. Brunhilde nach hier. Hält auch, hält auch. Gut, hinten haben wir jetzt genügend... genügend Feuerkraft wieder. Sobald die respawnen. Komm schon. Hier gibt's doch gar keine Bedrohung mehr. Und die Kaserne macht ihr weg. Ach, die Mission macht Spaß. Ich hab die richtigen Mechs. Komm schon. Macht alles platt, was platt zu machen geht. Das freut mich. Komm schon. Hab ich noch irgendwelche Truppen hier? Ich glaube, ich habe alle hochgeschickt. Ja, respawn, das kann ich zum Beispiel nicht. Obwohl, ich habe es noch nie versucht. Auf die Kaserne. Ja, auf jeden Fall. Komm schon. Beste Waffen, wo gibt. Hauptquartier ist gleich down. Diese Situation erfordert Raffinesse. Ich bin doch gerade raffiniert unterwegs. Ja, Basis zerstört. Endlich. Geschafft. Sehr gut. Hui. Das hätte ich nicht gedacht. Danke. Gern geschehen. Hätte das keiner überlebt. Nun zu Es hat keiner von ist euch überlebt. Noch bei ihm? Ja, und ich hoffe... Was
Also los, was immer Subo vorhat, es kann nichts Gutes sein. Das sehe ich auch so. Herr Kommandant, ich muss Sie informieren, dass... Da sind Feinde im Anmarsch. Das! Gebt uns Deckung, wir stoppen Subov. Nach Ihnen. Die Mechs können doch die Verteidigung übernehmen. Ah, schon ein Sieg. Ich dachte, es geht noch weiter. Sehr gut, dann sehen wir wieder die Fortschrittsbalken und natürlich die Videosequenz, die gleich kommt. Ja, ja, ist gut. Klick weiter. Oh, nicht mal eine Bronzemedaille. Das tut mir aber weh. Ist egal, hat Spaß gemacht. Ich brauche keine Medaillen, solange es Spaß macht. Fortsetzen und da kommt sie ja, die schöne Videosequenz, die immer ein paar Sekunden braucht, bis sie wirklich da ist. Da ist sie ja. Es ist aus. Sie haben verloren. Heute haben alle verloren. Was? Was ist hier los? Was haben Sie getan? Colonel Zuboff, nehmen Sie bitte die Waffe runter. Was zur Hölle machen Sie hier, Gunther? Dasselbe wie immer. Ihnen in den Arsch treten. Sie hätten kommen sollen, bevor der Narr versucht hat, die Fabrik mit Gewalt zu erobern. Er hat das Icarus-Protokoll aktiviert. Icarus? Er schießt Zuboff doch einfach. Die Sonne zu nah. Jetzt müssen wir alle rennen. Tesla ist auch verrückt geworden. Es sieht nicht gut aus. Nein! Macht Zuboff doch gleich alle. Das ist fantastisch. Halt sie auf! Das geht nicht. Er ist unbemannt. Er lässt sich weder steuern noch deaktivieren. Na, ja, das hast du ja super ausgedacht. Und gibt sie dann mit einem gigantischen Feuerstoß ab. Alles Metall im Umkreis von 20 Kilometern wird schmelzen. Wir werden zurück in die Steinzeit versetzt. Ja, aber nur im Umkreis von 20 Kilometern. 20 Kilometern leben Zehntausende von Menschen. Wie schon gesagt, ich wünschte, der Kolonel und seine Truppen wären nie hier erschienen. Wir müssen das Ding aufhalten. Genau. Das geht nicht. Versuchen wir es. Bin dabei. Folgt mir. Na also, 5 Freunde retten die Welt. Na gut, und damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.